Wir sind hier auf der LINK in Hannover und in Workshops und Konferenzbeiträgen gehen wir der Frage nach, kann KI Kultur? Kunst und Kreativität waren ja zwei Bereiche, die eigentlich immer dem Menschen vorbehalten waren. Und in den letzten Jahren müssen wir aber merken, dass es KI gibt, die Filme schneidet, die Musik produziert, die Texte schreibt. Also sprich, KI, Technologie wird kreativ. Das Spannende an dieser Tagung ist, dass die sehr interdisziplinär zusammengesetzt ist und interdisziplinär nicht nur in dem Sinne, dass Forscher aus verschiedenen Disziplinen da sind, sondern dass auch Künstler, Kulturschaffende da sind. Ja, so ein interdisziplinärer Austausch, der ist ja immer schwer herzustellen und den habe ich hier. Ich denke einfach, also die Themenauswahl ist erstmal sehr, sehr breit gewesen und hat mir einen sehr guten Überblick verschafft. Von Technik über Ethik, über kleinen Praxiseinsatz, Kultur, Recht. Das kann man nicht zu Hause nachlesen am Computer an einem Tag. Da muss man die Menschen vor Ort haben, die sich damit auseinandersetzen. Und so eine Vernetzung herzustellen, das ist natürlich eine ganz wertvolle Sache.